Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity. Mein Name ist Labo, jawohl. Und wir sind zurück in unsere kleine Stadt. Jawohl, hier ist die fette Party zugange, wo Glabur eine Feier macht. So, ich wollte ganz kurz mal was gucken. Und zwar... Ja, wir haben ja ein Control-Net-Problem und deswegen läuft die andere Müllentsorgungsanlage nicht. Nicht, ne? Also, haben wir voll Probleme, du. Und das ist richtig scheiße hier mal gerade, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Keine weitere Kapazität, Mama. Ja, du kriegst hier noch einen Haufen ran. Einen Haufen. Oh, du. Machen wir mal ein bisschen schräg. Setz da noch einen Haufen ran. So. Jetzt könnt ihr wieder abladen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich würde mal sagen, aus einem Haufen wurden mal ganz schnell zwei Haufen. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir bauen mal gerade noch einen dritten Haufen daran. Ja, weil... Geht ja gar nicht anders. Ne? Haufen an Haufen. Gleich Haufen. Oh, meine Witze werden immer schlechter. So, ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Kapazität ohne Ende und können das erstmal beseitigen. Ja, dann haben alle gesagt, du, oder es hat jemand auch geschrieben, bau doch eine Müllentsorgungsanlage auf deine Etagen. Wir hatten doch schon eine. Wo war sie? Müllentsorgungsetage, da. Ja, senkt Abwasser im Megaturm und senkt die Müllvolumen im Megaturm. Das ist ja nur in dem Megaturm bringt das. Also dieser Megaturm hat jetzt weniger Müll. Vielleicht auch der, vielleicht auch der, vielleicht auch der. Aber die anderen Häuser sind davon halt nicht betroffen. Das muss man sagen. So, dann kommt es zum Vot. Das Voting hat heute gewonnen. Die Arkäologie. Ja. Die Arkäologie hat wirklich gewonnen, deswegen starten wir einfach das Großprojekt. Standort für Großprojekt. Anwendung wird vorbereitet. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wir setzen Sie in Kenntnis, wenn Genehmigung erteilt wurde. Ich bin der Bürgermeister, du... Pillemann Bruno. Ja, wird wohl etwas dauern, bis das genehmigt wird. Dann habe ich tausende von Anfragen, ob noch jemand mitspielen darf. Leute, ich habe jetzt hier an sinnfrei, habe ich jetzt noch eine Stadt vergeben. Jetzt haben wir nur noch eine Stadt, die schon mal angefangen worden ist. Die hat aber kein Minus, so wie es aussieht. Also ihr könntet damit anfangen, sonst fragt hier Moneyboy. Der gibt euch vielleicht ein bisschen Geld. Oder wenn ich online bin, schreibt mich in Orangen dann an. Dann schicke ich euch ein bisschen Geld. Ich wollte hier den senffreie Welt, wollte ich auch Geld geben, wollte er nicht. Und aus dem Grund, ja, wenn ihr da dann eine Mille braucht zum Starten, dann sagt Bescheid, dann kann ich das machen. Wer jetzt unter dieses Video schreibt, sein Orangen-Name als erstes, bekommt die Stadt. So, machen wir es jetzt einfach so, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Punkt. Ja, also an dem Großprojekt, glaube ich, könnt ihr ja nicht helfen. Aber ihr könnt ja auch alle Leute, die hier sind, ja, könnt ja auch vielleicht ein Großprojekt starten. Ja, ich glaube, der Moneyboy hat die meiste Kohle liegen. Der hat 8 Millionen liegen. Und ja, dann sollte das auf jeden Fall vorankommen. Jo. Ja, ich soll die Skybridge-Station auf die verschiedenen Ebenen machen. Gut, das werde ich dann auf jeden Fall bei den nächsten noch machen. Und hier müssten wir eigentlich noch... Wir haben hier nur Apartments. Und Apartments ist eigentlich am besten... Wieder ein Park. Wenn man ganz ehrlich ist. Aber wir haben da jetzt schon einen Park gebaut. Jetzt
will schon überlegen, ob man diesen Park. Weil hier ist nämlich auch eine Marktetage. Was ist das denn? Guck mal. Voll der Back, Alter. Weil hier ja auch Marktetagen sind. Na toll, eine Marktetage. Boah, Wahnsinn, Alter. Ja, mal Apartment, Skybridge, Marktetage, Apartment. So, und hier hätten wir Büroetage, Apartment, Büroetage. Also können wir hier die Reklamewand draufbauen. Reklamewand, dann machen wir mal geil. Werbung. Die Werbung dieser Dachetage fordert Profit der Markt- und Büroetagen. Jawohl. Baubeginn. Fertig. Dann haben wir die Sache nämlich auch schon mal gegessen. Gegessen. Ich bin heute wieder ein Witzbold. Legierung im Mangel der Produktion da angehalten. Warum produziert ihr nicht genug Legierungen? Ach scheiße, ich habe jetzt gar nicht... Ich muss mich ja darum kümmern, was ich produziere für das Großprojekt. Lässt den Mühlstein der Büro... malen. Ja. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Nicht, dass das jetzt so ein Bug ist, wie ich mal mit dem Spawny hatte. Dass das nämlich nicht funktioniert. Gut, was fordert ihr denn? Ihr fordert mehr untere Wohngebiete. Ja, gut. Was habt ihr für ein Problem? Was ist hier für ein Problem? Apartmentsetage der mittleren Einkommensschicht benötigt. Mittleren Einkommensschicht, Mama, ich benötigt. Boah, Leute, Wahnsinn. Okay, die Bushaltestelle haben wir. Was haben wir denn jetzt für eine Zufriedenheit eigentlich? 82%. Ich komme nicht mehr auf die 85%, um dass ich hier die weiteren Updates schaffe. Muss ich einfahren lassen, dass die... Boah, was rede ich heute? Dass die besser drauf sind. Ja, wir können hier ja noch das letzte bauen. Aber wir haben... Da dürfen wir. Aber da reißen wir ja die Industriegebäude für ab. Da können wir es hinbauen. Aber ich will nicht zwei Gebäude verlieren. Genauso. So, jetzt können wir alles beliefern. Von A bis Z. Ja. Was hat uns jetzt das letzte eigentlich gebracht? Da muss ich mir doch nochmal durchlesen. Wir haben, glaube ich, das lokaler Zugang, Genehmigung um Omega-Go-Förderungsanlage sowie Besserung der Versorgung mit Kohle, Erzbergwerk, Schächte und Ölquellen. Regionale Genehmigung erteilt. Verbessert Kohle, Erzbergwerk, Schächte sowie Ölquellen. Ja gut, da haben wir jetzt nur die Quellen in dem Sinne mit verbessert. Ja, mein Gott, haben wir ja auch so ein paar hier, ne? Hier, die zwei haben wir dafür. Da sollte ich sowieso mal gucken, ob die überhaupt noch was fördern. 36. Fördern! Sie fördern. Hier stehen schon wieder zwei Produktionsbänder. Wo sind die Wagen? So geht das hier nicht. So geht das hier nicht. Auf gar keinen Fall. Was ist hier schon wieder für ein Problem? Der Bedarf ist wahrscheinlich größer wie... gewollt oder wie abgesprochen. Ja, Leute, ich kann es doch nicht ändern. Ich kann nicht mehr produzieren, wie wir haben. Oder noch mehr produzieren. Ja, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Produktionsbänder, Leute. Ja. Ja gut, hier machen wir nochmal eine reine Drohnenproduktion. Wir machen jetzt einen Gewinn von 51.000. Und die Prozessoren liefere ich ja sowieso. Also daher... Oh, da ist es. Großprojekt, Mama. Okay, wir brauchen Metalle, Legierungen und TV-Geräte. Okay, Metalle schalten wir schon mal an. Sehr schön, weil die Metalle haben wir. So, dann gehen wir nämlich hier auf Lager. Das ist das falsche Lager. Auf das Lager. Weltlieferung auf Metalle und lassen wir lokal. Okay. So.
Dann brauchen wir TV-Geräte und Legierungen. Gut, Legierungen. Eieiei, das könnte ein kleines Problem werden. Ah, erstmal ruhig bleiben. Erstmal ruhig bleiben. TV-Geräte müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern. TV, Mama. So, TV-Geräte. TV-Geräte stelle ich wie her? Unterhaltungselektronik. Setzt die Überhausproduktion der Hightech-Prozessoren für TV-Geräte ein, damit sie die schönen... Ja, das Ding bräuchten wir. Und da kommen noch Förderbänder und so einen ganzen Schnickelschnaggel ran. Meter, da brauche ich einen riesen Platz für. Das ist doch jetzt richtig scheiße, Leute. Wo setzen wir das Ding denn hin? Ich brauche einen Anbau. Boah. Ja, gute Frage, Leute. Gute Frage, nächste Frage. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir den Koloss hier hinsetzen. Da bringt es uns gar nichts, weil wir einfach nicht die anderen Maschinen daran bauen können. Und auch wenn wir hier hinten einen Weg lang bauen würden, würde es der Platz auf gar keinen Fall reichen. Okay. Okay, okay, okay. Also es müsste ein Lager verschwinden. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Dann wird die hier hinpassen. Und am besten wäre das Lager. Aber wo setzen wir ein neues Lager hin? Das ist jetzt die nächste Frage. Wir müssen jetzt erstmal... Ach, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Nicht ausreichend Kontrollen. Was ist denn das jetzt hier für eine Mückenpisse schon wieder? Boah, ihr geht mir ganz schön auf die Nüsse. Wir haben zu wenig Reiche, so wie es aussieht. Wir haben kein Kontrollnetz. Jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Boah, 9000 minus. Was ist denn jetzt los? Jetzt arbeitet Gack. Ah, das war wohl ein Bug. Scheiße. Ah, jetzt wird's wohl gehen. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir noch ein Lager hinsetzen. Ja, dafür, ja, zum Bleistift da, aber da wird's nicht passen. Da ist die Autobahn im Weg. Da auch nicht. Lager können wir eigentlich ja überall hinsetzen. Lager ist ja keine... Am besten wäre eh ein Lager sehr weit vorne. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ja, dann müssen die gar nicht so weit fahren. So müssten wir das bauen. Das sieht doch scheiße aus, oder nicht? Ich komme echt so langsam in Schwulitäten mit meinem Platz. Wir hätten hier hinten noch ohne Ende Platz hier so. Gucken, ob ich mir da nicht was einfallen lassen kann. Hier mit so einer Nebenstraße.
So. Sven. Ach Quatsch, das ist ja auch falsch. Was mache ich denn jetzt im Bullshit? So. Jetzt schließen wir das da oben. Nee. Welches wollte ich denn schließen? Ja, doch das, aber da sind 1000 Prozessoren drin. Wenn die 1000 Prozessoren weg sind. Ja, jetzt sind sie weg. Nur no, Tschüssikowski. Auf den Rest kann ich scheißen, was da drin ist. So. Wir brauchen jetzt bei dem Lager, was brauchen wir denn als erstes? Wir brauchen Prozessoren und Öl und Erz. Prozessoren. Prozessoren. Öl. Und Erz. So. Das normale muss ich abreißen. Das Versandlager muss weg. Und dann brauchen wir noch Plastik. Plastik. Alles klar. So, jetzt müssen wir den Markt hier wieder öffnen. Plastik lassen wir lokal. Prozessoren exportieren wir. Öl importieren wir. Und Erz wird exportiert. Okay. Ne, Erz könnten wir eigentlich im. Könnten wir eigentlich in hier lassen. Erz lassen wir lokal. So. Weil wenn die Bergwerke stehen, stehen sie. Aber wir haben dann genug. Ich muss ja nicht so viel verkaufen. Eigentlich machen wir genug Gewinn in dem Sinne. So, und jetzt nehmen wir dieses Lager hier. Und reißen es ab. Tschüssikowski. Rums hat's gemacht. So, dann gehen wir auf Prozessoren und nehmen hier Unterhaltungsfabrik. Ja, aber doch nicht so. Nicht so. Och Mann. Na gut, ich würde sagen, wir brauchen ja hier nicht zwei. Ach so, die brauchen auch Legierungen. Und Plastik. Ja, ja, ja. Ich produziere doch schon so viel. Scheiße, hätte ich mich mal vorher ein bisschen informiert. Na gut. Und hier muss ich was umbauen. Hier müssen wir das Zwischenlager, das Versandlager abreißen. Und TV-Geräte reinbauen. Computer? Ne, was? Ich stelle doch jetzt TVs. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ich baue doch jetzt TV-Geräte. TV, 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 TV. TV-Geräte. So. Okay, 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 okay. So, und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wo wir noch ein Recycling-Center hinsetzen. Ja, leckt mich am Arsch, Alter. Oh, Mann. Leute, das wird wirklich jetzt fängt es an hier, dass ich wirklich in die Schwulitäten so langsam komme. Wie sieht's eigentlich da aus? Haben wir schon irgendwas geliefert? Metalle haben wir schon 10 geliefert. Gut, wir brauchen 2800 Tonnen. Also es wird sich schon etwas hinziehen. Aber wir sind fleißig dabei. Das ist die Hauptsache. Wir fangen an. Ich bin jetzt am Überlegen, ob man diese Sachen. Ist da. Ich könnte hier ja. Muss man jetzt ja ganz ehrlich sagen, wirklich die Dinge hinsetzen. Ja, das Recycling Center. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt diese Akademie-Dinger hier abreiße, dann habe ich weniger Kontrollnet. Ja. Na gut, jetzt machen wir wieder 11.000. Ich werde jetzt mal eins davon gleich abreißen. Wir klicken das jetzt mal an.
So. Das reißen wir jetzt mal ab. Und passen jetzt einfach mal auf. Ich muss erstmal wieder auf Stufe 2 stellen, was wir da haben. Und ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity. Mein Name ist Glabur. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei.